Heute reden wir über einen neuen Horrorfilm, der vor kurzem auf Blu-ray und DVD erschienen ist, den ich euch gestern im Mediabook vorgestellt habe, und zwar um The Price We Pay hier im Mediabook von, jetzt fällt mir der Name nicht ein, Tiberius-Film, genau. Unboxing-Video dazu gibt's schon, schaut gerne mal auf meinem Kanal vorbei, so sieht's nochmal aus, das Cover. Aber wie gesagt, ich verlinke euch das Ganze nochmal unten in der Videobeschreibung, könnt ihr gerne mal reinschauen. Heute gibt es die Review und wie mir der Film gefallen hat, das erfahrt ihr nach dem Intro. So, The Price We Pay geht insgesamt, ich glaube es waren 84 Minuten. So wie ich es im Kopf habe, in der Uncut-Fassung und hat eine Spiel-JK-Freigabe. Es geht um drei Gangster, die ein Pfandleihhaus überfallen und dabei eine Geisel nehmen, sich dann auf der Flucht befinden und Schutz vor der Polizei auf einem Bauernhof suchen, in einem Bauernhaus, werden direkt zu Beginn gewarnt von einem Jungen, der dort auch wohnt, vor dem Großvater des Jungen. Was dahinter steckt, seht ihr dann im Film auf jeden Fall. Merken sie ziemlich schnell, dass sie nicht dort gelandet sind, wo sie gerne gelandet wären, sondern in den Händen übler Organhändler. Und was dann genau passiert, seht ihr im Film The Price We Pay. Der Name ist auf jeden Fall Programm, somit so viel kann ich schon mal sagen, auf jeden Fall Freunde. Und wir reden kurz über den Härtegrad des Films. Der Film hat eine Spiel-JK, keine schwere Jugendgefährdung. Zu Ende des Films gibt es unzählige, ziemlich brutale Szenen, muss ich wirklich sagen. Also der geht schon gut zur Sache. Wer den Regisseur kennt, der weiß auch, dass er mit No One Lives und The Midnight Meat Train auch zwei Horrorfilme geschaffen hat, die nicht gerade zimperlich daherkommen. Also gerade No One Lives überzeugt ja mit sehr viel handgemachten, blutigen Effekten. Und Midnight Meat Train ist ja sowieso ein CGI-Gemetzel, hat aber auch ein paar handgemachte Effekte drin und ist extrem blutig. Und der hier schlägt eigentlich in dieselbe Kerbe. Ich würde ihn so ungefähr vom Härtegrad bei No One Lives einordnen. Vielleicht ein bisschen weniger brutal, aber auch hier wird voll drauf gehalten. Da gibt es ein paar Szenen, die gehen schon einem ziemlich derb in die Magengrube. Also ist schon ordentlich. Und der FSK 18 hat es meiner Meinung nach auch getan. Aber gut, ist eben eine Detaildiskussion. Er ist schon ordentlich brutal und ich denke mal für die Splatter-Fans unter euch, die kommen hier definitiv auf ihre Kosten. Ja, aber Härte ist nicht alles bei einem Horrorfilm und da sind wir auch wieder bei einem großen Punkt. Ein großes Problem bei diesem Film ist einfach, dass er meiner Meinung nach zu keinem Zeitpunkt schafft, Atmosphäre aufzubauen. Und das ist ganz schlecht bei diesem Film, der sich doch ernst nimmt und eine gewisse Atmosphäre eben auch erzeugen will und so eine gewisse Story, so einen Twist eben am Ende zeigen möchte und so ein bisschen auch in die Magengrube des Zuschauers reinhauen möchte. Er hat, wie gesagt, seine ultra brutalen Szenen, aber die machen ihn nicht gleich zu einem guten Horrorfilm, weil wenn die Atmosphäre auf der Strecke bleibt, und das geht schon am Anfang los, man kann nicht so wirklich was mit den Figuren anfangen, weder mit der Geisel noch mit den Hauptcharakteren, die bauen absolut überhaupt gar keine Charakterentwicklung auf, was mir persönlich gar nicht gefallen hat. Dann auch der Junge, klar, der wird ganz gut verkörpert hier. Ich weiß nicht, wie der Schauspieler hieß, da aber wieder das große Problem, die deutsche Synchronisation, die ist jetzt nicht die beste. Also auch da, ja, bleibt, wie gesagt, die Atmosphäre auch wieder eher auf der Strecke. Die musikalische Untermalung fand ich ganz gut. Gerade gegen Ende wird ja auch ein bisschen mit unpassender Musik gearbeitet, was natürlich ein Stilmittel ist. Aber auch das finde ich an dieser Stelle eher schwierig. Im Großen und Ganzen ist der Film nie wirklich gruselig, nie wirklich bedrückend und nie wirklich bedrohlich, was meiner Meinung nach am Ende dann wirklich ein bisschen schade ist. Er hat seine blutigen Momente und da muss man auch immer wieder sagen, ja, das rüttelt einen dann immer wieder wach und lässt einen dann ja schon so ein bisschen, wie gesagt, mitfiebern, aber wenn man eben gar keine Bindung mit den Hauptcharakteren aufbaut. Und klar, ich erwarte jetzt bei einem Slasher keine absolut tiefgehende Charakterentwicklung, aber das hier war mir deutlich zu wenig. So kann ich am Ende wirklich nur sagen, er ist weniger als solide, er ist jetzt absolut nichts, was man gesehen haben muss. Es ist was man sich mal anschauen kann, wenn man Slasher-Splatter-Fan ist. Aber dass ich jetzt sagen würde, ich gebe eine Empfehlung an den Film raus, nee, so gut war er jetzt tatsächlich nicht, Freunde. Es ist ein guter Splatter-Film, der aber zu keinem Moment wirklich Atmosphäre bietet oder wirklich
ein bisschen Tiefgang vermittelt. Also wir haben hier weder eine gute Story, noch gute Schauspieler, noch eine tolle Atmosphäre. Einfach nur ein bisschen Splatter-Gemetzel am Ende. Aber ja, das macht ihn absolut nicht zu einem guten Film. Und somit muss er sich weit, wirklich weit hinter Meisterwerken wie No One Lives oder auch The Midnight Meat Train anstellen. Ja, so viel zur Review zu The Price Repay. Ich bin sehr auf eure Meinung zum Film gespannt. Vielleicht habt ihr ihn schon gesehen. Schreibt es mir gerne in die Kommentare. Und ansonsten bedanke ich mich bei euch fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Haut rein. Euer Moviepyro 911. Und ciao. Ich bin